Hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Legion im aktuellen Questgebiet Suruma, wo wir denn heute weitermachen, und zwar heißt die Quest Zeit der Veränderung. Ich kenne meinen Weg. Anbetrogas. Und dann wollen wir Was doch geht hier mal. vor? Der Arkandor ist in einer kritischen Phase. Ohne ausreichende Kraft für den Übergang in die finale Form wird er sterben. Aha. Fremdling, sprecht sofort mit Baltroa. Fremdling, sagt sie zu mir, wo ich schon 100.000 Mal da war. So, wir sprechen jetzt mit denen da unten und dann gucken wir da mal weiter. Die Macht wartet. Wir müssen nur So. zugreifen. Oh, ihr habt 10 Ruf dafür. Ja. Okay. Wir sollen jetzt da irgendwas aktivieren. Dann müssen wir erstmal gucken, wo das genau sein soll. Alles, was wir haben. Okay, also das scheint wohl da hinten zu sein. Bei der 1. Ah, ich denke mal, da werden wir rüber fliegen. Ist ja kürzer für uns. So, in dem Fall habt ihr hier schon mal 10 Ruf. Das sieht schon mal ganz gut aus. Uns fehlen jetzt noch 390. 390 Ruf fehlen uns noch. Und dann haben wir die ganze Sache im Sack hier. Dann haben wir sie auf ehrfürchtig und die Koffer dann auch bald durch. Oh, da oben ist auch noch was sickern. Ah, wo fliegen jetzt hin? Moment mal. Wir haben da oben was? Ne, hat sich mehr erinnert. Moment. Jetzt ist hier hinten nicht mehr, jetzt ist es da oben. Na gut. Dann fliegen wir einfach mal dahin. Und dann kicken wir mal. So. Mein aktueller Gearstand liegt bei 8,50. Aber angelegt halt nur 8,48. Aber naja, gut. Sieht alles gut aus. So. Er muss da ganz hinten sein, ne? Hoppala. Ah, wir sollten da auf den Berg da kommen, sag mal. Ich hoffe mal, dass wir hier überhaupt lang kommen, weil ich glaube da nämlich noch nicht dran. Ja, bleib mal locker, Opa. Boah, hat er mir voll das Ding auf den Kopf gehauen, ey. So. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen, aber gut, wir probieren es einfach mal aus. Ach, diese Nervensägen hier. Ah. Das ist genau da oben drauf auf dem Berg. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen soll. War doch vielleicht hier lang? Was ich aber nicht glaube. Wir probieren es einfach mal. Oh, doch, sieht ganz gut aus. Entschuldigung. So wie das aussieht, kann man wohl hier hoch. Aha. Okay.
So, jetzt die Frage, wo ist das Ding genau? Hier oder was? Hier unten kennen wir ja alle schon. Oder, warte mal. Na, da oben ist es auf keinen Fall, oder? Doch, warte mal, wir können ja noch ein Stück höher. Bevor ich jetzt da runterspringe, gehen wir lieber noch mal ein Stück höher. Diese Steine hier überall. Ah, da werden wir nicht hochkommen. Moment mal. Muskelbe. Alles was ja. Ja. Nee, das ist da unten. Bringt uns ja nicht, wenn wir da unten in den Serien springen. Wie gesagt, wir müssen erstmal gucken hier. Dass ich überhaupt weiß, wo wir hier lang müssen. Weil, das ist ein bisschen doof. Jetzt sind wir nämlich wieder in. Okay, hier sind wir nämlich falsch. So, ich habe gerade gesehen, man kann auch ohne großartige Dinge hier die Dinger bereisen. Wir müssen auf jeden Fall runter. Also, ich staune sowieso, dass hier so viel Erze rumliegt. Scheiße. Fuck. Das konnte auch nur mir passieren, ja. Verdammt. Die Mondwache pflegt eine lange Tradition der Hypogryphenausbildung für die Schlacht. Naja. Los und lasst Gerechtigkeit niederregnen. Nein, wollen wir aber nicht. So. Ist nur die Frage, wie komme ich denn jetzt da wieder zurück? Wo ich jetzt gerade runtergerutscht bin. Weil ich sehe gerade, meine Leiche ist da ganz oben. Oh, weil ja, ey. Ey, das ist da hier nicht wahr, ey, oder? Das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Mann, ey. Warte mal, vielleicht kommen wir ja hier lang. Na, fliegen tut da auch nicht. Guck mal, wir ja nicht hoch hier. Das ist ein Scheiß. Typisch Blizzard. Sind wieder keine Wege machen, dass man wieder den ganzen Weg wieder außen rum muss. Das ist natürlich ärgerlich jetzt gerade. Also ich auch genau da runter geknallt bin. Oh. Denn die ganzen Ecken und Kanten hier. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so geplant, dass wir jetzt da runterfallen und gleich tot sind. So, jetzt müssten wir eigentlich an die Stelle sein, wo wir hin wollten. Gucken wir mal. Kleinen Moment. Wir sind ja jetzt unten. Ist nur die Frage, ob hier unten überhaupt was ist. Auf jeden Fall ist hier eine Höhle. Mit irgend so einem komischen Schrein und ein bisschen, naja. Wozu der U-Zen soll hier? Einer sagt mir, dass das oben sein soll.
Irgendwie ist er gerade schon wieder ein bisschen nervig hier. Vielleicht finden wir ja noch den Weg, wo wir dann hin müssen. Ich denke mal, dass es unterhalb ist. Es wird schon wieder anstrengend hier. Mann, ey. Gucken mal kurz noch ein bisschen weiter, bis ich hier irgendwie einen Höhleneingang gefunden habe. Ich hoffe, da. Also. Ah, hat er mich schon wieder gesehen. Ist richtig gut versteckt, das Ding hier. So, wir werden jetzt mal in den Tarnmodus gehen, dass wir nicht alle Mobs hier machen müssen. Und dann werden wir mal das Ding aktivieren. Die Dinger brauchen wir nicht. Da haben wir eins. Ich glaube, das ist ja das letzte, wenn ich nicht irre. Was wir brauchen, um den Ruf hochzukriegen. Ruf hochzukriegen, sag ich schon. Die letzte Säule, die uns fehlt. Um den Erfolg dann noch zu kriegen. Da richtig gut aus. Zack. Knallen wir den da weg. Gut. Ich will mal gucken, was der haben will. Na gut. Achso, der will jetzt die 6 Steine noch haben. Aha. Das heißt, ich muss noch 6 Steine sammeln hier. Ich habe noch nicht mal einen Stein gekriegt hier. Von die hier. Obwohl ich schon die ganze Horde weggeschossen habe hier. So, na, da haben wir ja welche. Oh, und Artefaktmacht kriegen wir auch noch mit dazu. Aber momentan hat jetzt erstmal einen gekriegt. Einen so ein, oder? Wo haben wir denn? Weiß ich jetzt gar nicht, wo der Stein ist. 6 Stück brauchen wir an der Zahl. Schmeißen wir mal weg hier den Schnodder. So, meine 1500 ist schon fast wieder voll. Ich glaube, Moment, wir haben jetzt 2 von 6 Steine. Da ist ein bisschen was fehlt noch. Nur hier droppt halt nicht so viel, das ist halt die Doofe dran.
So, 3 von 6 haben wir. Ein paar brauchen wir noch, ein paar Steinchen. So, uns fehlen noch 2. Oh, hier haben wir wieder eine ganze Menge. Na, ist sowieso meistens bloß einer dabei. Natürlich nicht dabei. Ha. Lach mich tot. So, einer fehlt uns noch. Dann haben wir das endlich geschafft. Als ob ich das geahnt habe, dass er nicht bei ist. So, jetzt aber hier. Ach, jetzt guck mal, da waren sie ja 2 gleich bei. Was die ganze Zeit nicht war. Okay, okay, mal hier, ist gleich schon wieder einer da. Gibt's da auch nicht. Machen wir den mal schnell wegmachen hier. So, jetzt aber hier. 200 investieren wir. Oh, da haben wir doch schon. Perfekt. Das Ding dreht sich. Moment mal, wo müssen wir jetzt hin? Achso, jetzt müssen wir da hinten hin. Okay, also jetzt müssen wir doch da hinten hinfliegen. Das heißt erstmal raus hier aus der Ding. Und ich habe immer 75 Ruf. Sehr schön. Schnoller brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht, aber gut, das sind 10 Gold. So, können wir jetzt beruhigt aufmounten. Dann zum Flugmeister und dann fliegen wir halt mal schnell mal darüber. Oh, was ist das denn für eine? Ja. Ah, den machen wir schnell mit, den kenne ich nämlich noch gar nicht. Der Ramop ist halt total einfach, ja. So ein seltenes Vieh hier. Aber wenn wir da schon mal vorbeikommen, dann können wir den mal machen. Dauert ja nicht allzu lange. Oh ja. Ein paar Sachen waren da schon bei. Aber nicht wirklich das, was wir brauchen können. So.
Wenn wir mal jetzt rüberfliegen. Und holen uns dann das letzte, was wir noch machen müssen. Halt, bin ja schon fast vorbeigeritten. Hallo. Genau. Popo-Dickicht, werden wir jetzt hinfliegen. So, auf den Flug hier wird dann auch ein bisschen dauern. Oder eigentlich nicht, ne? Wir müssten eigentlich schon fast da sein. Ah ja, ein kleines Stückchen noch. Ja, und dann sind wir auch fast durch ins Roma. Hättet bald da nicht mehr zu questen. Na, will er nicht aufmachen? Jetzt will er. Okay, gucken wir mal. Da oben müssen wir hin. Jetzt wieder 1. Noch ein kleines Stück vor uns hier. Wie haben wir denn jetzt aussehen? Ja, 1200 haben wir noch. Sieht ganz gut aus. Mal kicken, sind wir hier überhaupt durch hier? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind hier wieder mal falsch. Ach, das ist ja wieder ärgerlich hier. Aber dafür können wir das Ding noch mitnehmen. 22. So, und dann suchen wir mal jetzt die richtige Stelle hier. Dass wir die auch so schnell wie möglich hier finden. Kann nicht so schwer sein, das zu finden hier. Wahrscheinlich auch wieder so eine blöde Höhle hier, die wir suchen müssen. Das ist natürlich ganz doof, wenn man wieder die ewig suchen muss hier, den Höhleneingang. Ich hoffe, wir finden ihn eigentlich relativ schnell. Ich glaube, könnte er sein, muss er sein? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Unwichtig. Ja, einen Höhleneingang habe ich ja gefunden, aber das ist der falsche. Ich glaube, der hat letztes Mal schon ihn gesucht, da habe ich auch keinen gefunden. Mann, die gehen mir auf den Nerven wie die Viecher, ey. Warum geht denn der ja jetzt nicht hoch, sag mal? An diese Viecher hier mir auf dem Sack, ey, mit die scheiß Verlangsamung, ey, immer. Das ist aber immer nervig hier. Hier oben haben wir einen Drache und eine Höhle, so wie das aussieht. Okay, Drache wollen wir aber nicht. So, ich denke mal, wir sind hier richtig. Ah, den können wir ja zuletzt mitmachen.
Wir wollen ja erstmal komische Ding freischalten. Dann müssen wir mal gucken, wo das ist hier. Es gibt so viele schöne Rahmops. Kann man sammeln ohne Ende hier. So, hier unten müsste das sein. Oder? Puppeldickicht. Ja, wir sind schon wieder vorbei. Na super, bin ja begeistert. Warte mal kurz. Da ist eine Höhle. Diese da aber nicht. Genau hier bei der 1. Müsste eigentlich auch einer sein. Wir sind ja eigentlich, stehen genau drauf, ja? Aber ich denke mal, dass sie genau unten drunter ist, das Ding. Das, was wir suchen. Gut, was heißt Höhle? Kelbalor. Sollen wir töten oder so? Tracking. Da mal kurz, wir gucken mal kurz oben nach. Voreilig handeln hier. Ist auf jeden Fall hier so ein Elite-Boss. Mit einem Haufen Knochen hier. Einen Haufen Eier, weil sie sind schon geschlüpft. Gut, okay, denke ich mal, dann müssen wir wieder runter. Hat ja keinen Sinn. Also hier oben ist halt nicht. Schade eigentlich. Ja, das ist halt blöd hier mit der Scheißsucherei hier immer. Oder ist das noch höher wahrscheinlich? Wenn das nachher oben drauf ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hoppala. Ah, hier ist er nicht, außer einer Felswand. Nö, hier ist er nicht weiter. Er sagt, es soll hier irgendwie in der Höhle sein. Ah, da ist auf keinen Fall, also auf keinen Fall eine Höhle. Also nehmen wir mal das hier. Auf muss ja erstmal kommen, ne? Naja, wenn man hier erstmal suchen muss, ist das natürlich auch blöd. Die gehen mir auf jeden Fall ein bisschen auf den Nerven hier. Diese Viecher. So, da haben wir auch das Ding schon gefunden. Ah, scheiße! Glück gehabt. Gott sei Dank hatten wir das Ding mit bei gehabt. So. Ah, müssen wir die Dinger wieder drehen. Das ist natürlich richtig doof. Oh. Thank you.
Oh, die machen auf jeden Fall gut Schaden hier, die Mobs. Was will er denn haben jetzt von mir hier? Eigentlich ja nur 200, ne? Machen wir gleich. Eigentlich von jeder Seite ein paar kommen wahrscheinlich. Ist aber ganz schön schwer hier. Wir hauen ja ganz schön Damage rein, also ohne Heilung wären wir schon tot gewesen. So, da haben wir es abgeschlossen. Perfekto! Jetzt haben wir alle. Den Erfolg haben wir auch bekommen. Sehr schön. Wo müssen wir denn jetzt hin? So, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir mal raus hier. 75 haben wir bekommen, ja, 75 Ruf. Wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Da kann es durchaus sein, dass wir sie auf ehrfürchtig kriegen heute. So, wir haben jetzt alle Dinge aktiviert, die zu aktivieren gehen. Ah, mal die Trillerpfeife nehmen hier. Ja, ein bisschen schneller wegkommen hier. So. Jetzt wieder zurück in den Stützpunkt. Oh, sieht sehr schön aus, alles. So, wir sind dann angekommen. Dann werden wir die Quest hier zur Abgabe bringen. Beziehungsweise den Fuzzi da ansprechen da drin. Mal ein bisschen beschleunigen hier. Hoppala, hoppala. So, da sind wir auch schon. Oder müssen wir runter? Ja. Oder? Grüße. Der Nachtbrunnen ruft mich. Moment, Moment, Moment. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Ah, okay. Wir müssen runter. Hoppala. Hätte er noch für uns was hier? Warum hat Elisander unsere Magie angezweifelt? Verschwindet. Sprecht ruhig. Wahre Hilfe ist so selten. Lebt wohl. So. Ja. Das Arcanum.
Oh, 200 haben wir welche gekriegt. Das wird gleich spannend, was jetzt passiert. Alle Leylinien aktiviert und auf voller Kraft. Das reicht nicht. Wie bekommen wir mehr Energie? Und sei es nur für kurze Zeit. Die Hauptleitung unter Suramark ist 10-mal so stark wie unsere hier. Wenn man die Leylinie hochfahren könnte, würde die Spannung theoretisch bis zum Schallerei reichen. Vielleicht mit einem Mana-Sturm. Ein Mana-Sturm? Seid ihr wahnsinnig? Ja, aber es könnte klappen. Wir generieren ein Warpfeld und... Keine Details. Tut es einfach. Ich vertraue auf euch. Ja, Gebieterin. Sofort. Mana-Sturm wollen sie machen. Die Wacht wartet. Wir müssen nur zugreifen. Sehr schön. Gut, wir haben die Nachtsichtchen auf ehrfürchtig. Also wir haben es geschafft, diese auf ehrfürchtig zu bekommen, gerade eben. Okay, was haben wir hier? Lebt wohl. Und immer fürs Krokodile. Was hat der für uns hier? Okay, nochmal die Fackel. Respektiert die Magie oder sie übermannt euch. Okay, sehr schön. Da war doch aber noch jemand hier. Moment. So, hier unten haben wir jetzt alle angenommen, die anzunehmen gehen. So, mal gucken, hier oben haben wir noch was zum Abgabe, weil wir ja die Fraktion auf ehrfürchtig bekommen haben. Gerade eben. Lebt wohl. Da ihr habt nochmal 37.500. Oh, das ist ja mal heftig. So. Schön, 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 schön. Okay. Grüße. Gucken mal kurz. Weil wir haben sie ja jetzt auf ehrfürchtig, wie gesagt. Dann können wir eigentlich einen schönen Wappenrock nehmen. Wenn wir wollen. Kostet uns aber 240 Gold. Können wir immer noch mal handeln. Die Schalldorei werden erlöst. So, okay. Wir gucken jetzt mal kurz was. Ja, wir haben so. Und? Wir haben so. Ehrfürchtig. Die Nachtsüchtigen, das was wir wollten. Jetzt gucken wir mal, wo wir denn da hin müssen. Für die nächste Quest. Da haben wir eben mal hier was. 100 Stück. So, hier haben wir die Schnittstelle, die wir versiegeln müssen. Das haben wir noch zu machen. Und das haben wir noch zu machen. Oh Gott, mit Panzerung irgendwas, keine Ahnung. Aber das machen wir erst im nächsten Part, wie gesagt. Und bis dahin. Ciao.